Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Christina Hanisch. Hallo Christina, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo Emilia. Ja, ich heiße Christina Hanisch und ich bin eigentlich erst im Hauptberuf gar nicht Kinderbuchautorin, sondern eigentlich erst einmal seit vielen, vielen Jahren Musikschullehrerin an der Musikschule Bottrop für Eltern-Kind-Gruppen, musikalische Früherziehung, habe Musical-Chöre und unterrichte Blockflöte. Das heißt, meine jüngsten Schüler sind 2 Jahre alt und die ältesten bald 80. Und wie kann es anders sein? Am allerliebsten mache ich Musik. Ich spiele nicht nur Blockflöte, sondern auch Klavier, Akkordeon und singe unheimlich gerne. Wow, du machst ganz schön viel. Darüber müssen wir uns nachher auf jeden Fall noch unterhalten. Aber jetzt verrat mir doch mal, welches Buch du uns heute mitgebracht hast. Ich lese heute aus dem Buch Tonia die Klangzauberin vor. Den Text dazu habe ich geschrieben. Die vielen schönen Bilder, die man sich jetzt leider bei diesem Podcast nur vorstellen kann, hat Dana Smolny gemalt. Ich habe heute mal durchgezählt. 28 Bilder sind es. Und wie kann es anders sein? In dem Buch hat die Musik natürlich auch einen ganz besonderen Stellenwert. Bevor ich vorlese, kann ich ja mal ein bisschen vorgreifen und erzählen, was bis zu der Stelle passiert, ab der ich lesen werde. Wir befinden uns im Land Sumsonio. Das ist ein ganz besonderes Land, denn alle Leute musizieren hier. Das heißt, jeder kann singen und jeder spielt mindestens ein Instrument. Außerdem haben die Sumsonianer einen tollen Herrscher, der diese Leidenschaft des Musizierens mit ihnen teilt. Aber wie das so ist, irgendwann wird dieser König so alt, dass er leider stirbt. Die Sumsonianer haben aber Glück, denn sie bekommen einen neuen König. Und jetzt stellt euch vor, der neue Herrscher namens Tritonius zieht in Sumsonio ein. Vielleicht habt ihr das schon mal in Filmen gesehen. Dann reitet der König auf seinem Pferd in die Stadt und viele Leute reiten oder laufen mit ihm, hinter und neben ihm. Das nennt man dann sein Gefolge. Und natürlich sind alle Leute von Sumsonio auf den Straßen. Sie wollen ja schließlich ihren neuen König sehen. So nah wie möglich wollen sie an ihm dran sein und ihm zujubeln. So ein König ist eigentlich immer so etwas wie ein Superstar. Also, ihr stellt euch jetzt vor, der König bleibt auf dem Marktplatz stehen. Vielleicht gibt es da auch eine Art Bühne oder es gibt ein Gebäude mit einem Balkon. Das ist so ähnlich, wie wenn die Bayern ihre Meisterschaft auf dem Marienplatz feiern. Alle können den König sehen und ihn auch hören. Ob er wohl eine Rede halten wird? Nein. In Sumsonio erwartet man keine Rede. Eine seiner Lieblingsmelodien vorzusingen. Manchmal zog er ein Instrument hervor und zeigte auch hier seine große Kunst. So forderte sein Volk nun auch Tritonius auf, sie musikalisch zu beglücken. Rufe wurden laut. Sing uns ein Lied! Zeig, was du kannst! Ein Hoch auf unseren neuen Herrscher! Er lebe hoch, hoch, hoch! Zunächst verstand Tritonius gar nicht, was von ihm verlangt wurde und wandte sich hilfesuchend an seinen Minister. Was wollen die Leute von mir? Der Minister antwortete, sie hätten gerne eine Kostprobe eures musikalischen Könnens. Tritonius war verwirrt. Was für ein musikalisches Können? Der Minister erklärte, ihr seid in Sumsonio. Alle Menschen können hier singen und ein Instrument spielen. Als Neffe des verstorbenen Königs werdet ihr sicherlich auch ein Instrument spielen können. Leider musste Tritonius widersprechen. Nicht wirklich. Der Minister glaubte ihm nicht. Als Neffe des Königs wurde euch das sicherlich schon in die Wiege gelegt. Tritonius wiederholte noch einmal mit Nachdruck. Nein, nicht wirklich.
Der Minister wirkte zunächst verdutzt, lachte dann auf und sprach: Ihr habt denselben Humor wie unser verstorbener Herrscher. Erst spielte er den Bescheidenen so wie ihr. Dann sang er immer die wunderschönsten Melodien und entzückte sein Volk. Dafür liebte es ihn. Nun denn, frisch ans Werk. Wieder riefen die Leute: Tritonius, sing etwas für uns. Tritonius wurde verlegen, denn in seinem Land wurde so gut wie gar nicht gesungen oder etwa musiziert. Ein Instrument beherrschte er schon gar nicht. Er flüsterte dem Minister eindringlich ins Ohr: Es ist mein voller Ernst. Ich kann wirklich nicht. Ach so, ihr seid heute schlecht bei Stimme. Verstehe, antwortete der Minister. Das Volk wurde jetzt unruhig und begann zu skandieren: Tritonius, Tritonius, ein Lied von euch, ein Hochgenuss. Tritonius, Tritonius, ein Lied von euch, ein Hochgenuss. Der Minister versuchte, die Situation zu retten. Liebe Leute, Tritonius ist heute leider etwas heiser. Er kann nicht singen. Tritonius sah sich gerettet und wollte gerade aufatmen. Da trat ein Mann hervor und sprach: So nehmt denn hier mein Lieblingsinstrument und spielt eure Melodien. Jubel brach aus und das Volk skandierte jetzt umso lauter: Musik von Tritonius ist ein echter Hochgenuss. Musik von Tritonius ist ein echter Hochgenuss. Tritonius wusste sich schließlich nicht mehr zu helfen. Er war noch zu unerfahren, wollte sein Volk auch nicht enttäuschen. Und vielleicht dachte er, in dem Augenblick auch, es könne doch gar nicht so schwer sein, ein Instrument zu spielen. So gab er nach und entlockte dem ihm gereichten Instrument Klänge, wie sie in Somsonio höchstens von Babys und Kleinkindern produziert wurden. Viele hielten sich die Ohren zu. Andere hielten die Geräusche für einen Scherz und begannen zu lachen. Einige fragten sich gegenseitig: Stimmt er gerade das Instrument? Ein anderer jammerte: Hilfe, ich bekomme Ohrenschmerzen. Andere waren aufgeschlossener. Vielleicht ein neuer Musikstil? Tritonius wurde unsicher und empfand plötzlich große Scham. Schließlich bekam er es mit der Angst zu tun. Einen Herrscher, den man auslachte, nahm man doch nicht ernst. Wie sollte er das Volk gut regieren können? Ehe er sich versah, mischten sich dieser Angst noch mehr Gefühle bei. Wut, Hass und Eifersucht kamen hinzu. Er wurde so zornig und wütend, dass er den Befehl erteilte, alle Instrumente des Landes einzuschließen. Bei Nichtbeachtung drohte er seinem Volk die schrecklichsten Strafen an. Also sammelten seine Schergen alle Instrumente Somsonius ein. Im Land Somsonio wurde es ruhig und traurig. Die Menschen begannen sich zu fürchten und vermochte nicht einmal mehr laut zu sprechen. Da kam eines Tages eine fremde Frau ins Land. Gerade standen ein paar junge Mädchen auf dem Marktplatz zusammen, um den neuesten Tratsch auszutauschen. Da nahmen sie die Frau wahr. Schaut mal, die junge Frau. Die ist aber nicht von hier. Sie muss einen weiten Weg zurückgelegt haben. Ihre Schuhe sind ganz staubig. Irgendwie kommt sie mir besonders vor. Ja, du hast recht, ein besonderer Zauber scheint von ihr auszugehen.
Plötzlich füllte sich der Marktplatz. Es war wie Magie. Wer in die Nähe der unbekannten Frau kam, fühlte sich gleich besser, konnte plötzlich wieder lachen. Eines der Mädchen fasste sich ein Herz, ging auch auf die Unbekannte zu und fragte: Wie heißt du und weshalb hast du dich in ein so trauriges Land wie Sumsonio gewagt? Die junge Frau antwortete sofort bereitwillig: Tonja heiße ich. Ich wohne im Nachbarland und habe seit meiner Geburt immer Musik aus Sumsonio gehört. Als nun seit Wochen keine Musik mehr erklang, hat mich das sehr nachdenklich gestimmt. Deshalb habe ich mich auf den Weg über den Ausblick und erkannte sogleich den tiefen Ernst eurer Lage. Zunächst bin ich aber wieder umgekehrt, denn mir war eingefallen, dass meine Großmutter auf dem Dachboden ein ganz besonderes Musikinstrument besitzt. Die Lösung für euer Problem. Während Tonja ihre Geschichte erzählte, hatte sie ihr Instrument aus einer kleinen Tasche geholt. Dieses zeigte die junge Frau nun den Einwohnern Sumsonios, die sich um sie herum versammelt hatten. So ein Instrument hatten die Sumsonianer noch nie gesehen. Als Tonja jedoch zu spielen beginnen wollte, versuchten die Bewohner erschreckt, sie davon abzuhalten. Tonja, halte ein! In Sumsonio ist das Musizieren bei Höchststrafe verboten. Das Mädchen ließ sich jedoch nicht beirren, lächelte leicht und meinte: Ein solches Instrument wie das meine kann gar nicht verboten sein, und begann zu musizieren. Was geschah, war unfassbar. Das Mädchen spielte auf seinem Instrument, doch niemand hörte die Musik. Aber jeder konnte die Melodien mit dem Herzen fühlen. So ging Tonja mit ihrem Instrument durchs Land und schien alle zu verzaubern. Die Menschen in Sumsonio wurden fröhlicher, mutiger und begannen wie früher zu singen. In der Zwischenzeit hatte Tritonius immer wieder versucht, heimlich das eine oder andere der beschlagnahmten Instrumente zu spielen. Doch es gelang ihm nicht. Und als wenn es nicht schon schwer genug gewesen wäre, die Instrumente an den Palastwachen vorbeizuschmuggeln, so musste er ständig die Instrumente verstecken, auf denen er gerade zu üben begann. Denn kaum waren die ersten Töne erklungen, eilte der Statthalter in Tritonius' Gemach und fragte: Herr, ist etwas Schlimmes geschehen? Es klang, als wäret ihr von einer Katze angegriffen worden. Verschämt konnte Tritonius gerade noch rechtzeitig die Geige hinter seinem Rücken verstecken. Das nächste Mal eilte der Statthalter herbei und rief panisch: Mein Herrscher, wie konnte eine Elefantenherde ins Schloss gelangen? Die Trompete landete unsanft, jedoch ungesehen, unter Tritonius' Bett. Ebenso wenig konnte der Statthalter sich das Fiepen von Mäusen erklären, das Kratzen von Tigerkrallen und schließlich das Gejaule eines Hundes, das so klang, als sei jemand diesem auf den Schwanz getreten. Tritonius war verzweifelt. Um Tritonius herum schien alles so trübsinnig. Selbst die Blumen im Schlossgarten und das Zwitschern der Vögel, soweit sich diese überhaupt noch zu tirillieren trauten, vermochten ihn nicht aufzuheitern. Bei einem seiner Spaziergänge durch den Schlossgarten hörte er es dann. Es drangen die bezauberndsten Melodien aus seinem Land zu ihm und berührten seine Seele. Sofort ließ er seine Soldaten rufen: Hört ihr das? Musik!
Wie kann es sein, dass in meinem Land gesungen wird, obwohl ich Musik doch verboten und bei Nichtbeachtung die schrecklichsten Strafen angedroht habe? Klärt die Ursache und nehmt alle gefangen, die für diese Unruhen zuständig sind. Nach gar nicht allzu langer Zeit fanden die Soldaten die Schuldige, verhafteten Tonja mit ihrem Zauberinstrument und brachten sie zum König. Dieser ließ sie ins Gefängnis sperren und das Instrument beschlagnahmen. Nun saß Tonja einsam in ihrem dunklen Verlies. Oh nein, die Arme. Ja, wollen wir mal gucken, ne, was mit ihr passiert. Oh weia, das ist jetzt traurig. Aber erzähl doch mal ein bisschen was von deinen Figuren. Ich bin so neugierig, das ist so eine tolle Geschichte. Ja, probiere ich mal. Also besonders wichtig ist natürlich der Tritonius, der neue König. Der hat übrigens einen ganz besonderen Namen. In der Musik gibt es nämlich einen Tonabstand. Das heißt, wenn man zwei Töne gleichzeitig spielt, und zwar ein Intervall, sagt man dazu, das ziemlich schräg klingt, der Tritonus. Und danach ist der König benannt. Dabei ist der König gar nicht so böse, wie man das vielleicht von diesem Intervall glauben würde, wenn man das hören würde. Er will eigentlich, so haben wir es ja mitbekommen, ein guter König sein. Und er will seinem Volk Freude bereiten. Nur leider gibt es am Anfang seiner Amtslaufbahn ein paar Missverständnisse, die für die Samsonianer zunächst nicht gut ausgehen. Daran ist der Minister, der ihn ja gut beraten sollte, nicht ganz unbeteiligt. Er hört nämlich Tritonius nicht richtig zu. Obgleich Tritonius ihn mehrmals darauf aufmerksam macht, dass er nicht singen und nicht musizieren kann, glaubt der Minister ihm nicht. Und die Samsonianer können es nicht wissen. Sie waren anscheinend bisher noch nie in einem anderen Land und können sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht musizieren können oder es noch nie versucht haben. Das gibt es bei uns ja auch. Nicht jeder hat Eltern, die zu Hause ein Instrument spielen, und nicht jeder bei uns geht in eine Musikschule, was ja auch gar nicht schlimm ist. Dafür gehen andere dann zum Sport oder malen und basteln unheimlich gern. Naja, und warum wird Tritonius so böse? Stell dir vor, du wirst von vielen Leuten ausgelacht. Wie wirst du dich dann fühlen? Schämst du dich? Wirst du traurig? Oder gehörst du zu den Menschen, die dann wütend, unheimlich wütend werden können? Das passiert nämlich mit Tritonius. Dieser wird von allen Gefühlen nacheinander überwältigt. Und natürlich ist er auch eifersüchtig oder ein wenig neidisch. Da können ganz viele Leute etwas, was er nicht kann. Noch weiß er gar nicht so genau, was das Faszinierende am Musikmachen ist. Aber es muss schon etwas Besonderes sein, wenn alle Samsonianer es mögen und es ihnen so wichtig ist. Ja, und dann ist da natürlich eine weitere Figur, die Tonja. Der Name hat etwas mit Ton oder Tönen zu tun. Tonja kommt aus einem anderen Land und will den Samsonianern helfen. Dabei ist sie richtig listig, hat aber auch keine Angst vor den Konsequenzen ihres Handelns. Das sehen wir ja, als sie gefangen genommen wird. Sie macht nicht einmal Theater, sie wehrt sich gar nicht. Wir wissen aber nicht, ob das alles zu ihrem Plan gehört oder ob das jetzt unbeabsichtigt passiert. Und auch wenn sie ganz fremd in Samsonio ist, so ganz alleine ist sie nicht. Es gibt im Schloss noch weitere Hilfeshelfer, die aber erst während des Verlaufs der Geschichte wichtig werden. Normalerweise sind es Nebenrollen, die nur so dastehen und aufpassen müssen, nämlich die Wachen im Schloss. Plötzlich bekommen auch sie eine kleine Hauptrolle. Aber welche, das wird natürlich noch nicht verraten. Jetzt verrat uns mal, wo dein Buch spielt. Ja, mein Buch spielt in Samsonio. Das ist ein Fantasieland, was es natürlich gar nicht gibt. Und ja,
Ja, es spielt, kann überall sein. So, Sonja kann überall sein. Also, ja, mehr kann ich davon gar nicht sagen. Man kann sich das eigentlich selber vorstellen. Ja, es macht mir wirklich richtig Spaß, dir zuzuhören. Also nicht nur, wenn du liest, sondern wenn du auch von deinem Buch erzählst. Das ist so schön, muss ich sagen. Man hört richtig die Begeisterung. Ja, das freut mich, wenn das so ein bisschen rüberkommt. Auf jeden Fall. Es kommt wirklich sehr schön rüber. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen für dich, die ich dir gerne stellen möchte. Ja. Was begeistert dich am meisten daran, Kinderbuchautorin zu sein? Ja, vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, die Geschichte aufzuschreiben. Also es ist immer sehr schade, dass so viele Ideen, die zum Beispiel für meine Chöre entstanden sind oder Geschichten, die auf Wunsch meiner SchülerInnen entstehen, einfach so in der Versenkung verschwinden. Umso schöner ist es, dass eine dieser Geschichten nun als Buch erscheinen konnte und ich den Kindern in der Musikschule und in den Grundschulen das Buch vorlesen kann. Einige Szenen spielen wir dann auch nach. Dann wird die Geschichte noch viel lebendiger. Am meisten begeistert mich, wenn die Kinder so richtig in der Geschichte drin sind und ich ihnen Fragen stellen kann. Also wie zum Beispiel, stell dir vor, wie fühlst du dich? Damit sie mitdenken können und das so alles, also alles so richtig miterleben können. Vor den Sommerferien zum Beispiel habe ich in zwei Grundschulen den Erstklässlern das Buch vorgelesen. Aber nicht nur vorgelesen, wir haben auch einige Szenen nachgespielt. Zum Beispiel die Stelle, wo der König einzieht. Ein Kind war der König, das bekam die Krone und den Mantel und die anderen Kinder waren die Samsonianer. Oder dann die Stelle mit dem Statthalter, wo Tritonius immer die Instrumente versteckt. Wir haben dann Rasseln, Sticks und Zupfbecher genommen, alles, was wir im Schuljahr selbst gebastelt haben. Und ich bin dann als Tritonius immer rausgegangen und als Statthalter rausgegangen. Und dann kam ich wieder rein, also die Klasse hat erstmal ordentlich Lärm gemacht und dann komme ich wieder rein. Meine Klasse mucksmäuschenstill. Und dann habe ich gefragt, ich habe eine Elefantenhürde gesehen und ich habe Katzen gesehen. Und die Kinder hatten natürlich wahnsinnigen Spaß dabei. Also natürlich wurde das dann noch mehr ausgeschmückt. Die Kinder haben gesagt, du musst noch mal raus, du musst noch was sagen, noch was fragen. Also wenn ich also Geschichten aufschreibe, dann habe ich auch immer im Kopf, wie man sie nachspielen kann und wie man dazu Musik machen kann. Das gefällt mir. Oder was mir zum Beispiel auch gefällt, manchmal werden einem dann so, wenn man dieses jetzt nach dieser Veröffentlichung, werden einem so kleine Geschichten dann erzählt. Also eine süße Geschichte zum Beispiel, natürlich sind auch meine Eltern sehr stolz, ne, dass ihre Tochter ein Buch veröffentlicht hat. Und meine Mutter hat es an zahlreiche Damen in ihrem Bekanntenkreis verschenkt. Und man muss dazu wissen, die sind alle um die 80. Eine der Damen rief an und erzählte, wie begeistert sie das Buch gelesen habe. Worauf meine Mutter meinte, sie könne das Buch dann ja ihren Enkeln schenken. Ganz empört kam die Antwort, nein, das Buch behalte ich. Meine Enkel bekommen ein neues. Also sowas ist einfach total süß. Oder mein Vater hatte das auch seiner Physiotherapeutin geschenkt und die hat eine Tochter, die zum Klavierunterricht geht. Und ist ein bisschen älter schon und jetzt war das wohl so, dass also die kleinen Klavierschüler wohl immer früher kamen und dann im Vorraum vor dem Klavierunterrichtsraum saßen. Und dann hat sie irgendwann sich dieses Buch geschnappt und hat wohl über Wochen den kleinen Klavierschülern dieses Buch vorgelesen. Also das ist zum Beispiel etwas, was mich total begeistert. Oder eine letzte Geschichte noch. Meine Mutter hatte ja ihren Damen dann dieses Buch geschenkt und eine hatte das unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und die Familie wartete jetzt aufs Christkind und der ältesten Tochter des Hauses wurde es irgendwann zu viel. Sie schnappte sich dieses Buch, wahrscheinlich war das nicht eingepackt, und hat es dann direkt, um das Warten auf das Christkind zu verkürzen, vorgelesen. Aber vor allen Dingen noch die Interpretation dazu noch gleich mitgeliefert. Wow, Wahnsinn. Ja, genau. Ja, ne? Und diese Art der Reaktion ist es, glaube ich, das, was einen so begeistert. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass es richtig war, diese Geschichte einem Verlag anzubieten. Auf jeden Fall war das eine richtig gute Entscheidung von dir. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Oh, da habe ich drüber nachgedacht. Da gibt es ganz viele. Also zum Beispiel ganz früh anfangen. Das finde ich, ist sicherlich das Wichtigste, so früh wie möglich.
Schon das Blätter nämlich in einem reinen Bilderbuch für die Allerkleinsten und mit den Allerkleinsten gilt als Lesen. Oder Rituale finden. Wann gibt es Zeiten, in denen man seinem Kind etwas vorlesen kann? Und das muss nicht immer nur abends vorm Schlafengehen sein. Auch nachmittags, mal eingekuschelt, kann man gemeinsam ein Buch sich angucken oder vorlesen. Und wenn man dann vielleicht irgendwann in diesem Erstlesealter ist, sollte man dann trotzdem auf den Inhalt achten. Also ich finde zum Beispiel persönlich ganz furchtbar diese absolut pädagogischen Bücher. Also ich würde immer die mit dem pädagogischen Zeigefinger vermeiden. Natürlich sollen Bücher bilden, aber sie sollen in erster Linie unterhalten, lustig, spannend oder gruselig sein. Bücher sollen dafür sorgen, nicht mehr aufhören zu wollen. Ja, mit dem Lesen nicht mehr aufhören zu wollen. Man will doch in die Geschichte hineingezogen werden, sich mit einer der Figuren identifizieren, das Abenteuer miterleben, mitleiden, mitfühlen, was auch immer. Man will wissen, wie die Geschichte ausgeht und man darf traurig sein, wenn sie zu Ende ist. Es geht also um den Lesehunger wecken. Man soll Lust bekommen, weitere Geschichten zu lesen. Und wenn ich an mich persönlich denke, gibt es für mich so zwei Punkte, wo ich dann noch mal besonders ans Lesen gekommen bin. Also ich denke immer an mein erstes Zeugnisgeld am Ende der ersten Klasse, wo mein Vater sagte, und jetzt gehen wir in eine Buchhandlung und du darfst dir davon Bücher kaufen. Und ich glaube, das war so mein erstes Aha-Erlebnis, diese Reihe von Büchern zu sehen. Und ich habe dann gelesen, ich habe das erste Buch direkt durchgelesen, habe es dann trotzdem kaufen wollen, obwohl ich es ja schon durch hatte. Wie gesagt, das war so ein Aha-Erlebnis. Seitdem, glaube ich, habe ich auch nicht mehr aufgehört zu lesen. Und das Zweite war, eine Freundin von mir, als wir nach Lüneburg gezogen sind, die hat mich in die Kinder- und Jugendbücherei der Stadt Lüneburg damals eingewiesen. Und das war natürlich dann über viele, viele Jahre so der zweite, neben der Musikschule, der zweite ja, Traumort oder wie auch immer. Also das war einfach wunderschön. Und natürlich finde ich ganz wichtig, dass man auch zwischendurch einfach mal zu Hause Ruhe hat, dass nicht immer nur das Fernsehen läuft, Geräuschkulisse ist, sondern wenn mal so Ruhe ist und dann kann auch ein Kind zur Ruhe kommen und kommt vielleicht dann auch mal auf die Idee, Mensch, jetzt lese ich mal. Also das wären zum Beispiel so ein paar Tipps, die ich jetzt geben könnte. Ja, das sind sehr wertvolle Tipps, muss ich sagen. Da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Ich finde, ein Kinderbuch kann man auch immer verschenken, egal zu welcher Gelegenheit. Und ein Kind freut sich immer drüber, wenn es schon mal ein Buch in der Hand hatte, sagen wir es mal so. Genau das ist es, sonst wissen sie nichts damit anzufangen. Man muss sie auch begleiten, Kinder muss man begleiten. Und man muss dann auch, also ich sehe es bei meinen Geschwistern, wenn die Nichten und Neffen etwas bekommen, dass sie auch das, es wird sofort auch gewertschätzt seitens der Eltern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich verschenke auch sehr gerne Kinderbücher, muss ich sagen. Gute Kinderbücher. Es macht einfach Freude. Man sieht die Kinder, die freuen sich. Und ich finde, Bücher kann man immer verschenken. Egal zu welchem Anlass. Bücher gehen immer. Sehe ich genauso. Ja, du arbeitest ja auch mit Kindern zusammen. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ja, ich bin an der Musikschule angestellt. Ich habe an der Folkwang Hochschule in Essen-Werden habe ich Musik studiert mit Blockflöte und das heißt elementare Musikpädagogik. Das heißt, dass ich tatsächlich auch mit der Arbeit mit den jüngsten Kindern ausgebildet bin. Das heißt, ich habe Eltern-Kind-Gruppen da, singen wir, tanzen wir, machen Kniereiter, Fingerspiele und dann können die auch in die musikalische Früherziehung wechseln. Das heißt, die lernen dann erstmal überhaupt, sich für Musik zu begeistern, lernen Instrumente kennen und können dann hinterher sich dann auch das Instrument ihrer Wahl aussuchen. Ja, und wenn ich dann Glück habe, dann bleiben auch ein paar von denen dann bei mir im Blockflötenunterricht, kommen im Musicalchor. Und oft habe ich dann die Kombination, dass sie beides machen. Ja, und dann bleiben die oft bis zum Abitur oder manchmal auch darüber hinaus. Im Moment habe ich auch ein paar Schüler, die jetzt schon studieren und immer noch kommen. Wow, das hört sich richtig toll an. Ich finde musikalische Früherziehung auch richtig toll, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, wenn die Kinder dann bleiben, wenn sie dann erstmal ja, richtig Lust dafür bekommen haben, ne? Gerade in der musikalischen Früherziehung kann man den Kindern ja so zeigen, was man alles machen kann. Und es gibt ja auch diesen Instrumentenzirkel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht.
um rauszufinden, welches Instrument passt zu mir? Also wir haben so zwei, wir haben einmal im Jahr, also oder anders. Also in der Früherziehung machen wir Lehrerinnen, machen das auch. Wir haben so ein paar Instrumente, die Kinder vorgestellt bekommen, haben dann aber auch einmal im Jahr eine Instrumenteninfo, wo dann die Eltern mit den Kindern in die Musikschule kommen können und sich die Instrumente angucken können. Und dann haben wir aber noch so ein zweites Modell, und zwar gibt es ja in Nordrhein-Westfalen dieses jedem Kind ein Instrument. Das ist ja das, was ich auch mache. Deswegen gehe ich ja in die Grundschulen und die Erstklässler lernen bei mir im dreiwöchigen Turnus sozusagen die verschiedensten Instrumente kennen und können dann hinterher auch in der Schule dann ein Instrument lernen, wenn sie das dann möchten. Wow, das hört sich richtig toll an. Finde ich total klasse, dass du das unterstützt. Muss ich sagen, Musik ist genauso wichtig wie Bücher, finde ich. Also daher klasse. So, jetzt musst du uns mal verraten, wo wir dich bei Social Media finden. Eine eigene Homepage habe ich noch nicht, aber bei Instagram und Facebook kann man mich unter Kranisch finden. Also bei YouTube kann man mich auch beim Caro Verlag finden. Und zwar gibt es da einige Filme mit mir in Action. Es gibt auch einen Film mit Bildern, also zum Beispiel sehen möchte, wie ich als Baby ausgesehen habe oder welche Hobbys ich habe, der kann sich dann auch diesen Film anschauen. Und dann habe ich noch, das hat eigentlich mehr mit Corona zu tun, habe ich noch so einen eigenen YouTube-Channel, das heißt Musizieren mit Sally und dem Musikkater. Den habe ich eigentlich für meine Früherziehungskinder entwickelt. Da ist also meine Puppe Sally, die ziemlich frech ist und mit der habe ich viele kleine Geschichten erfunden, aber auch viele Lieder, die ich alle selbst ausgedacht und komponiert habe. Wow, wow, du machst ganz schön viel, ja. Und wo können wir jetzt dein Buch kaufen? Das Buch, ein Hardcover-Buch mit vielen Bildern, kann man direkt beim Caro Verlag kaufen. Das ist sicherlich das Einfachste, aber man bekommt es auch über jede Buchhandlung in jeder Stadt. Und die Bilder, alle mit Aquarelltechnik gezeichnet, runden die Geschichte ab. Deshalb kann man das Buch auch schon Vierjährigen mit mehreren oder in mehreren Etappen gut vorlesen. Wahnsinn, toll. Also ich muss das Buch jetzt auch haben. Ich fand die Lesung von dir einfach, also du hast mich sofort gehabt, muss ich sagen. Ja, das war wirklich ganz toll. Und deswegen kann ich nur allen empfehlen, kauf das Buch. Das ist nicht nur Vorlesen, sondern man bringt den Kindern auch die Musik ein bisschen näher, damit sie vielleicht auch das Interesse wecken, schon sehr früh. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir nicht von, aber für meine Leser und Leserinnen, dass sie sich von dieser Geschichte inspirieren lassen, sich auch auf die Kraft der Musik zu verlassen und dass vielleicht auch den einen oder anderen die Sehnsucht packt, ein Instrument lernen zu wollen und sie Musik als Bereicherung für das Leben sehen mögen. Musik kann als ganz eigene Welt erlebt werden, abseits des Alltags, wie das beim Lesen ja auch der Fall ist. Das ist der Punkt, wo Musik machen und Lesen sich sehr ähneln. Wow, das war wirklich jetzt ein schönes Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende, Christina. Schade, aber vielleicht kommst du ja auch bald wieder. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Du bist immer wieder herzlich eingeladen auf jeden Fall. Und ich danke dir für diese zauberhafte Lesung. Ja, Emilia, ich danke dir auch, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das Buch vorstellen zu können und natürlich auch dich einfach mal kennengelernt zu haben. Ja, danke schön. Ich gebe das mal zurück. Und ja, ich hoffe, bis bald, Christina. Und ich wünsche dir noch einen ganz zauberhaften Tag. Ja, danke gleichfalls. Das wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.